Eik Straub hat schon die U18-EM-Norm unterboten. Theo Knopp, Postsportverein Trier, Marco Fockenreiter, LAC Passau, Luis Butterwegge, LC Paderborn, Lennox Gyulay, SG Heinsberg, Felix Dinges, TV Waldstraße Wiesbaden und Karl Luis Eickmeier, LG Lange, Detmold, Bad Salzuflen. Das sind unsere 12 Finalisten hier im 1500-Meter-Finale der männlichen Jugend U18. Mit der 1150 da vorne, das ist Elias Morgenstern. Noch drei Runden haben sie da jetzt zu laufen. Lennox Gyulay, SG Heinsberg und Jerome English da vorne auch noch mit dabei. Eik Straub hält sich da noch etwas bedeckt. Gehen da 69,54 durch die ersten 400 Meter. Nach wie vor sehr, sehr ruhiges Rennen. Aber es wird definitiv noch schneller. Darauf dürfen wir uns verlassen. Ganz, ganz kontrolliert. Auch Marco Foggenreiter von der LAC Passau. Der wirkt da wirklich ganz, ganz entspannt. Meter bei 2:23,72 und so langsam wird das Ganze dann doch schneller. Eik Straub geht davor von der LG Olympia Dortmund. Der deutsche U18-Meister über 10 Kilometer Straße. Und so langsam zieht sich das Feld dann hier auseinander, aber mit der 280 Marco Foggenreiter, wie eben auch schon angekündigt, LAC Passau, der hält sich da wirklich gut und ist an der Schulter von Eik Straub. Der 10. des Vorjahres über 2000 Meter Hindernis geht da jetzt unter den ersten dreien in die letzte Runde, aber jetzt wird es halt da richtig schnell. Die Runde war dann schon 62 und jetzt muss Eik Straub auch ordentlich gegenhalten. Weil Till Stefan, der macht ihm da schon richtig Druck und dann ist es auch Luis Butterwegge, der da zu den ersten dreien gehört und jetzt zählt's, wer hat den besten Spurt? Eik Straub, aber Luis Butterwegge, aber da kommt er nicht mehr ran. Eik Straub wird deutscher U18-Meister vor Luis Butterwegge und Till Stefan. 4:08,43, das ist die Siegerzeit.